Willkommen zu der ersten Ausgabe von Tipps, Tricks und Sonstiges. Heute mit dem Online-Spiel Habbo. Habbo sieht zwar anfangs aus wie ein Free-to-Play-Spiel, aber eigentlich könnt ihr ohne Geld zu bezahlen gar nichts machen. Die Währung in Habbo heißt Taler. Die müsst ihr entweder kaufen oder ihr könnt ja gute Freunde von euch fragen, ob sie euch ein paar Taler schenken oder geben. Falls ihr Taler kauft, bestellt euch keine Taler per SMS, da ihr nur sehr wenige Taler kriegt. Wenn ihr euch Taler kaufen solltet, solltet ihr sie lieber per PayPal oder per Girokarte kaufen. Da bekommt ihr wesentlich mehr Taler für das Geld, was ihr bezahlt. Die Möbel im Katalog sind sehr teuer. Geht lieber zu einem Taler-Shop, wo ihr die Möbel fast immer billiger kriegt. Auf habbowert.de könnt ihr gucken, wie viel die Möbel aktuell wert sind. Wenn ihr genug Sachen habt, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt, könnt ihr ebenfalls einen Taler-Shop eröffnen, um sie zu verkaufen. Versucht die Preise etwas teurer zu machen als bei habbowert, um etwas Gewinn zu machen. Wenn ihr genug Geld habt, solltet ihr versuchen, sogenannte Rares zu kaufen oder zu gewinnen. Rares sind besondere Möbel, die es meist nur für kurze Zeit in Habbo gibt oder auf eine kleine Anzahl beschränkt sind. Rares werden mit jedem Tag wertvoller. Es lohnt sich also, etwas Geduld zu haben und sie nach einigen Monaten erst zu verkaufen. Dadurch könnt ihr sehr, sehr große Gewinne machen. Falls ihr bei Spielen wie Fang den Stuhl verliert und der Habbo euch auffordert, ihm ein Möbelstück oder Taler zu schenken, damit man nicht verliert, solltet ihr lieber aufgeben oder euch genau überlegen, ob ihr dem Habbo wirklich vertrauen könnt. Die meisten Habbos nämlich werden euch aus ihrem Raum bannen und die Gegenstände behalten. Versucht zu möglichst vielen eurer Freunde in Habbo nett zu sein und ihnen zu helfen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der euch etwas schenkt oder euch einen Taler gibt. Hallo? Ich liebe sie. Zum Schluss zeige ich euch noch einige nette Kürzel, die das Leben in Habbo deutlich einfacher machen. Euch nervt es, dass ihr ständig erst das Möbelstück antippen müsst und dann auf Bewegen drücken müsst? Drückt einfach die Alt-Taste, während ihr das Objekt anklickt und ihr könnt es gleich bewegen. Wenn ihr winken wollt, ohne dass ihr ins Hilfsmenü gehen müsst, drückt einfach Slash und dann O. Und schlussendlich könnt ihr noch Doppelpunkt Pickall benutzen, damit alle Möbel in euren Inventar kommen, die in eurem Raum sind. So, das waren einige Tipps für Habbo. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe. Ich weiß noch nicht, welches Spiel ich da nehme, aber es wird auf jeden Fall eine weitere Ausgabe geben. Ich würde mich übrigens über Kommentare zu dieser neuen Rubrik freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Moment mal! Ach ja, genau. Wenn ihr mehr Tipps und Glitches zu Habbo sehen wollt, könnt ihr mal den Kanal Habbo Babbo Full besuchen. Dort gibt es jeden Tag ein neues Video zum Habbo Hotel und ja, falls euch das interessiert, der kennt sich auch ziemlich gut aus mit den Sachen in Habbo und ja, ihr könnt ja mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Würde ich euch empfehlen und jetzt sage ich wirklich bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!